Erst wirkt er stolz auf seine Tat. In der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen, der 27-Jährige habe sich des Mordes sowie versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung in 6 Fällen schuldig gemacht, sagte der Vorsitzende Richter Norbert Sakuth. Der abgelehnte Asylbewerber hatte im Prozess gestanden. Er werde mit seinem Mandanten noch besprechen, ob man gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen wolle. Im Juli befand sich der Angeklagte laut Gericht in einer sehr religiösen Phase. Angegriffen zu werden, der Richter sprach von Heimtücke und niedrigen Beweggründen. Ahmad A. sei voll schuldfähig. In seinen ersten Vernehmungen bei der Polizei hatte er stolz auf seine Taten gewirkt, zeigte keine Reue. Er habe mediale Aufmerksamkeit für seine radikalen Ideen gewollt, sagte Sakuth. In seinem letzten Wort aber habe er sich glaubhaft bei den Opfern und ihren Familien entschuldigt. Wir hoffen, dass das nicht lediglich wieder eine Phase in ihrem Leben ist, sondern dauerhaft ihre Einsicht bleibt, sagte Sakuth zu dem Angeklagten. Ahmad A. war im Prozess als Mann mit 2 Gesichtern beschrieben worden, nachdem er seit 2008 an verschiedenen Orten in Europa gelebt hatte. War er 2015 nach Deutschland gekommen, dort wechselten sich westliche Lebensphasen mit streng religiösen ab und machten es für sein Umfeld schwer, ihn einzuschätzen. Er bekam kein Bleiberecht, konnte aber auch nicht ausreisen, weil Papiere fehlten. Er habe keine Perspektive gehabt, wie es im Leben weitergehen solle, sagte Verteidiger Burchert nach dem Urteil. Das könne keine Entschuldigung sein, aber es begünstigt natürlich eine Radikalisierung. Quelle ntvde.